Hallo, Basti Ziller hier, endlich mal wieder mit einem neuen Review. Und heute ist der X-Plus 30 cm Giga 1972 dran. Giga ist einer meiner Lieblings-Kaijus, neben Godzilla selber. Und das ist auf jeden Fall eine der besten Gigan-Figuren, die es gibt. Ist eine der ersten 30 cm Figuren aus der modernen X-Plus-Reihe. Kam so 2009 oder 2010 ursprünglich raus. Aber hier haben wir die 2016er Neuauflage. Also von der Farbe her ein bisschen abweichend wie die Originalen von damals. So, zur Box. Das ist alles, was von der Box übrig ist. Ich schneide mir jetzt immer die Cover aus, weil das ist eigentlich das einzige Schöne an der Box. Der Rest ist nur Pappe und Plastik. Und da reicht mir das Cover. Schönes Bild von der Figur vorne. Im Hintergrund auch noch einmal den Gigan 72. Und auf Japanisch nochmal dasselbe. Dann hat man hier den Godzilla Lizenzsticker 2015. Plex Logo, Firma, die die X-Plus herstellt. Hier sieht man, dass die neue Auflage ist von Diamond. An dem PX Logo. Und hier. Normales Boxcover halt. So zur Figur. Einer meiner Lieblings-X-Plus-Figuren. Einfach weil es einer meiner Lieblingsmonster ist. Ist nicht ganz 30 cm hoch, ist ein bisschen kleiner wie der Rest aus der 30 cm Reihe. Aber das ist nicht schlimm. Macht sich wirklich gut auf dem Regal. So, erstmal zum Details. Details sind extremst super. Ist ja auch X-Plus. Besonders hier am Auge. Das haben sie toll hingekriegt. Jede einzelne kleine Facette. Wie man das nennt. Die Zähne sind einzeln modelliert, auch die Zunge. Hier das kleine Auge. Auch wunderschön gemacht. Aus durchsichtigen roten Vinyl. Dann haben wir hier die Stacheln auf dem Kopf. Hier unten geht dann langsam alles in goldene Schuppen über. Hier ist die coole Kreissäge im Bauch. Die Haken als Hände. Hier seine etwas komischen Füße. Haben wir hier noch die Flügel oder Rückensegel oder was das sein sollen. Die sind wirklich wunderschön bemalt. Diesen braunen Dreck-Effekt, sodass es wirklich nicht aussieht wie eine Figur oder ein Spielzeug, sondern das wirklich wie was, wie aus dem Film das Kostüm aussieht. Dann haben wir zwischen den Rückensegeln haben wir dann noch ein paar Schuppen. Auch hier die Spitzen von den Rückensegeln sind schön silber bemalt. Kommen wir hier zum Schwanz, noch ein paar Schuppen und zum Schluss noch ein silberner Stachel. Hier ist noch das ganze Copyright-Zeug. Und ja, Bemalung, Details sind wirklich super. Einer meiner Lieblings-X-Plus-Figuren. Beweglichkeit ist eine X-Plus-Figur, sind nicht dazu gedacht, dass sie sich bewegen oder sowas. Aber bei denen hier kann man die Arme ein bisschen positionieren, wie man gern hätte. Man kann hier in Angriffsstellung bringen. Aber man kann die Arme auch schlapp runterhängen lassen. Im Kreis drehen würde ich sie nicht, sonst kratzt man noch die Farbe. Die Beine sind auch noch ein bisschen, also nicht wirklich beweglich, einfach ein bisschen locker. Weil das die Stelle ist, wo sie zusammengesteckt wurden. Und hier, wo der Schwanz zusammengesteckt wurde, ist ein bisschen locker. Aber das ist nicht weiter wild. So, machen wir noch einen kleinen Größenvergleich. Was ist mal wieder mit dem Review? Das nächste Video wird wahrscheinlich ein Unboxing-Video. Da freue ich mich schon drauf. Das wird richtig geil. So, dann bis zum nächsten Mal.